Servus Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest. Der Herbst hat begonnen. Ich habe die Zeit vorangespult. Die Käserei hat ihre ersten Werke vollbracht. Hier sind feinste gereifte Emmentaler. Mozzarella ist fertig und Brie ist fertig. Daraus können wir Käseplatten herstellen. Theoretisch. Hier sind auch ein paar gereifte anscheinend. Die brauchen immer eine Weile und dann stehen hier gereifte rum. Die kann ich dann nehmen und dann ist gut. Eine feine Sache. Ja. Für eine Käseplatte brauche ich 6 Käse. Und ich habe schon gemerkt, Mozzarella bringt keinen Wert. Ich habe ja überlegt, hier so ein Emmentaler ist sehr viel wert. Wenn ich eine Käseplatte rausmache, ja, wertig, 20, ein Gold. Ja, das muss ich mal gegenrechnen. Ist auf jeden Fall wertig. Also Käseplatte mit den feinsten gereiften Käsen ist auf jeden Fall was wert. Das ist schon mal das Erste. Das war ja das Ergebnis vom letzten Mal. So, jetzt schauen wir mal, wie der Garten aussieht. Oh, shit. Oder wie der Herbst aussieht. Nein! Damn it! Tja, im Herbst gibt es einige Pflanzen weniger. Oh, die weißen Trauben sind auch weg. Gut, die roten Trauben sind aber jetzt am Start. Die roten Trauben sind am Start, dann kann ich endlich Rosé machen. Naja, immerhin etwas. Aber okay, wir müssen auf den Markt und schauen, was es an neuen oder an brauchbaren Gewächsen gibt, die ich noch gebrauchen kann. Was warst du? Warst du Tee? Du warst die Himbeeren, oder? Ansonsten habe ich in der Zwischenzeit zweimal noch hier gut kassiert. Am Tag mache ich ein bisschen unter 10 Gold. Allerdings muss ich jetzt zugeben... Oh, die Bäume. Oh, schau dir die Bäume an. Sehr gut. Nicht mehr so wild gewachsen oder so stark im Geäst, nennen wir es mal so. Auch nett, auch nett. Aber es wachsen immer noch Sprösslinge. Das ist das Nervige. Und Gras natürlich. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde... ich weiß nicht, ob ich schon vorher es angehe mit Tieren und so, aber ähnlich wie in Stardew Valley oder Harvest Moon war immer die Wintersaison eine super Saison, um sich um Tiere oder den Anfang von Tieren zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch das Ziel verfolge. Das erste Ziel ist, danke für den Hinweis in den Kommentaren auf jeden Fall. Also mehr Zimmer ist eine reine Golddruckerei sozusagen. Also mit mehr Zimmern kann man gut Geld machen. Ich habe auch schon dann weitergedacht. Kann man dann eigentlich die Tische wieder wegmachen, dann nur öffnen, um die Zimmer zu betreuen? Dann bräuchte ich nicht mal einen Barkeeper, weil dann brauche ich bloß diese Haushaltshilfe, die auf die Zimmer geht und sozusagen die Wünsche dort betreut in der Zwischenzeit, wenn man offen ist. Wobei, das muss ich dann auch rentieren. Also die Betreuung vor Ort muss ich rentieren. Nur zum Saubermachen ich rechtzeitig. Okay, die Oliven wachsen schon nicht mehr. Scheinbar. Also es sieht nicht so aus, als würde ich Oliven erwarten können bei diesem Baum. Wird eine längere Zeit keine Oliven geben. Herbst und Winter eben. Aber das Holz sieht auf jeden Fall erntereif aus, wie es aussieht. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Das kann ich vielleicht mal offscreen. Das ist stupide Holzhackarbeit. Aber dann sind die Speicher gefüllt für den Winter und kann dann Feuerholz draus machen und was auch immer ich haben möchte. Bretter zum Beispiel. Ich würde gerne in diesem Part auf jeden Fall ein weiteres Zimmer. Für eines reicht es. Ich glaube, ich brauche 11 Felder oder sowas. Das kostet also Geld. Aber ich würde ja natürlich auch gerne auf den Markt gehen. Und zwar jetzt. Jetzt auf den Markt gehen. Auf dem Markt nach Setzlingen für den Herbst schauen, ob es da irgendwas bei ihr gibt. Ja, was hast du denn im Herbst? Also, kann man das im Anbau bei... Ah ja gut, im Herbst steht ja dort. Herbst Ananas. Ananas. Okay. Ananas? Bitte was?
Herbst und Winter. Ach, der eine irgendwas Weizen oder Gerste hat es nicht mehr überlebt. Das ist tragisch. Roggen dafür. Sehr gut. Roggen brauche ich. Weil ich wollte ja unbedingt auch... Moment, habe ich dann das andere im Inventar, weil ich es geerntet habe? Ja. Gerste. Weizen hat es nicht überlebt. Schade. Ist dann viel Geld, was in die Luft... was verpufft ist. Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Oh, Brokkoli ist eines meiner Lieblingsgewächse. Alles, was hier im Angebot ist, ist Herbstgut, nicht wahr? Zucchini hatte ich noch nicht. Weißkohl, Zuckerrohr. Brauche ich für Zucker. Spinat. Süßkartoffeln. Da gibt es irgendein Süßkartoffelgericht, aber das ist nicht wertvoll. Chance, Sojabohnen. Sojabohnen. Was kann ich aus Sojabohnen machen? Sojasauce? Oh, schwarzer Tee. Nehme ich mal 3. Wächst ja immer wieder. Rübenmeer. Okay, da muss ich auf jeden Fall. Na, die habe ich schon. Roter Tee. Der ist wieder am Stissel. Nehme ich auch. Roggen wollte ich ja sowieso haben. Dann nehme ich mal. Ja, dann nehme ich mal. 21, 18. Weg mit dem Text. Ich muss die Zahl sehen. 24, 30. Ich habe bisher noch gar keinen Reis. Ah, brauche ich halt auch ein bisschen was. Bestimmt kann ich irgendwas aus dem Reis auch machen. Mais. Oh ja, Mais. Das war ja gebratener Mais oder sowas. Ist ja eines der teuersten Sachen, die ich haben kann. Ja, da hauen wir rein. Auch 30 Maiskörner. Linsen. Ist was Neues. Mache ich mal 9 Stück. Kürbis. Ist was Neues. Zum Glück habe ich ja das Geld. 9 Stück. Knoblauch. Ah, Knoblauch ist nichts Neues. Ah, Knoblauch brauche ich für sau viele Gerichte. Also, okay, das wird dann eine Herbst. Dann wird es doch nichts mit dem neuen. Ah, 30. Dann wird es leider doch nichts mit dem neuen Zeugs. Kartoffeln. Kartoffeln kann ich mit Sicherheit auch für viele Sachen gebrauchen. Aber ich mache mir erstmal 9. Kichererbsen. 9. 9 ist immer so ein schönes 3x3-Feld. Kann man gut abgrenzen. Karotten. Ja, Karotten. Ja, komm. Okay, es wird eine riesige Landwirtschaftsfolge, wie es aussieht. Kann alle 3 grüne Bohnensaat gut. Die sind neu? Hatte ich die nicht schon mal? Kann Chance auf zu kann neu geerntet werden? Dann will ich 9 davon. Ja. Dann Frühlingszwiebeln. Ja, komm. 9. Erdnuss. Oh, Erdnuss ist ja spannend. Oh ja, Erdnussbutter oder sowas. Habe ich das nicht irgendwo gesehen? Das könnte eine Zusatz sein, die häufiger benötigt wird. Stimmt, Hopfen. Welchen Hopfen brauche ich? Ah, shit, welchen Hopfen brauche ich für Dunkelbier? Ja, klar, Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Machen wir mal 9. Auberginen. Zusätzliche Ernte. Why not? Habe ich vielleicht schon ein paar? 9. Ananas. Ananas ist schweineteuer. Und ist im Herbst nicht mal optimal. Trotzdem. 9. Was soll der Geiz? Ich habe gerade so viel Geld. Also kaufe ich mir auch einen Setzling für einen Baum. Und der Rest wird dann in Hopfen umgewandelt. Ach du Schande. Ich habe eskaliert. Das war absolut so nicht geplant. Aber ich hoffe, die Zukunft dankt mir. Das Problem ist tatsächlich, ich habe auch kaum Essen mehr. Also durch die 2 Tage Vollauslastung habe ich kaum Essen mehr. Jetzt muss ich noch schauen. Ich hätte gerne dunkles Bier.
Ich habe wahrscheinlich noch, da muss ich jetzt echt mal planen und schauen, zwecks Bierproduktion. Also die komplette Herbstproduktion ist jetzt in der Vorbereitung. Bevor wir hier wieder den Laden öffnen können für den Herbstverkauf, müssen wir erstmal den Herbst ein bisschen planen. So, ich habe Dunkelbier, Porterbier. Ich brauche Roggen, habe ich, oder Mais. Roggen oder Mais habe ich. Lagerhefe brauche ich. Galaxy oder Zinal oder Citra. Dafür brauchte ich Bitter oder Aroma. Citra oder Doppel. Citra, Galaxy. Sentinel, Doppel. Okay. Das ist die falsche. Da brauche ich auch eine große Truhe. Eine viel größere. Eine deutlich größere. Wir haben Bitterhopfen en masse. Also brauche ich eher die anderen Hopfenarten. Also davon habe ich massenweise. Ich brauche Galaxy, hört sich cool an. Und Citra. Citra erinnert mich an Cetra. Cetra, Cetra-Ruinen, Cetra. War irgendwas aus Final Fantasy, oder? Cetra, Cetra und Galaxy. Galaxy und Cetra. Da wird jetzt das Geld reingepumpt, was noch übrig ist. Und dann wird angebaut. Mensch, dann spielen wir heute Stardew Valley. Geht der Tag drauf für wunderbare Anbaugeschäfte. So, Cetra. Citra-Hopfen. Im Herbst. Ah, das ist schade. Bitter oder Aroma. Sentinel. Winter. Doppelhopfen. Frühling. Und was war der letzte? Galaxy, oder? Ist der hier irgendwo? Nee, hat man den da? Ach, der ist gar nicht da. Ah. Citra oder... Ich glaube, Sentinel war dann der andere. Warum ist kein Galaxy-Hopfen da? Verflucht. Jetzt habe ich mir extra die zwei gemerkt. Ich muss nochmal zurück. Wenn es keinen Galaxy gibt, dann muss ich den anderen nehmen. Und ich gehe lieber auf Nummer sicher, weil, weil ich setze da jetzt über ja, das Geld, was ich halt noch übrig habe, da rein. Dann, Moment, ich muss auch aufpassen, dass ich die Hefe habe. Damit ich auch Bier produzieren kann. Dafür brauche ich auch Geld. Kurz nach den Hefen schauen. Wir haben Küchen, wir haben... Ach stimmt, die Weinhefe. Wir wollten ja mal Wein herstellen, Portwein. Dazu brauche ich jetzt Saft aus Beeren. Aus Trauben. Rote Trauben, weiße Trauben. Ergeben zusammen dann Roséwein. Okay, das ist das. Aber jetzt nochmal. Wir brauchen Citra. Das ist... Moment, Doppelhopfen? Einer noch Doppelhopfen? Doppelhopfen. Centennial. Centennial und Citra. Die zwei Cs. Das wären die neuen Biere. Dann habe ich sozusagen drei verschiedene Biere in der Auswahl. Und einen Wein. Und einen Saft. Das ist dann bei den Getränken, glaube ich, bin ich dann endlich zum ersten Mal gut aufgestellt. Nicht immer nur dasselbe in den Zapfhähnen. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen Auswahl für die Leute. Das sollte jede Woche dann die Geschmäcker treffen. Also, den Zenial und den Citra. Der Citra ist saugünstig. Moment, der Doppel... Ja. Aber ich glaube, es ist dann auch wertvoller, den zu nutzen. Ja. Na gut. Wie gesagt, das Geld wird jetzt ausgegeben. Jawohl, 24. Oh nein. Ah, und ich muss wieder zurück. Ich Idiot. Ich muss ja auch reinschauen, welche Hefe ich brauche. Dann brauche ich nur wegen Hefe. Das wäre katastrophal, wenn ich dann zwar alles brauen kann, aber... Oder alles umwandeln kann, aber keine... Hefe entsprechend habe. Citra und Zenial ist in Ordnung. Ich brauche Bierhefe und Lagerhefe.
Okay, Lagerhefe brauche ich mehr als Bierhefe. Okay, Lagerhefe brauche ich mehr als Bierhefe. Bierhefe, Lagerhefe. So, noch weiße Traubensaft. Und wenn ich zurückkomme, kann ich den Wein dann brauchen. Das ist schon mal geil. Die Hefen. Bierhefe und Lagerhefe. Bierhefe und Lagerhefe, merken wir uns. Bierhefe und Lagerhefe. Wie viel kosten denn die? Ich brauche mehr Lagerhefe. Blablablup. Ich brauche Bierhefe und Lager. L wie L. L wie Lager. K. L. Mehr Bierhefe. So, wenn ich 10 davon... Mehr Lager. 10. Nein. Mehr Lagerhefe, habe ich gesagt. Lagerhefe. So. Gut. Habe ich noch 2 Gold. Für 2 Gold muss ich jetzt die Hopfen kaufen. Was nicht viel ist, aber es reicht, um ordentlich Bier auf eine bestimmte Zeit zu produzieren, bis ich wieder das Geld habe. Also. Das und das war das Nötige. Ja, das sieht jetzt schon ganz anders aus mit den Kosten. Schon schwächer. Deutlich schwächer von der Ausbeute her. Ich könnte ja nochmal öffnen heute. Und noch ein bisschen Geld machen. Ja, wobei, zu spät. Das ist nicht gut, dass ich... Das ist gar nicht gut. Wir schließen gleich wieder. Ist ja überhaupt nicht gut, dass ich öffne, weil ich habe dort oben auch noch nichts sauber gemacht. Ein neuer Bewohner dort oben wäre eine schnelle kleine Geldspritze. Ja, ich akzeptiere es einfach. Das Hopfen muss ich noch nachmachen. Für die erste Menge reicht es auf jeden Fall. Katze streicheln. Kriegt ein bisschen Plus für ihr Herzen. Füttern. Alles gut. Und der erste Wein kann gemacht werden. Nein? Ach so. Das ist ein kleines Problem. Brennstoff. Ja, füll dich jetzt auf mit feinster Kohle. Kohle. So, das reicht für eine lange Zeit. Ah ja, oh, ich könnte auch Weißwein herstellen. Oder Rotwein. Ach so. Ich könnte verschiedene Weine sogar schon herstellen, aber Roséwein ist der wertvollste. Apfelwein, da fehlt mir Zucker und Fruchtsaft. Apfel. Ich habe keinen Apfelbaum. Aber der Roséwein, der wird mal hergestellt. Geil. Ja, und in der Zwischenzeit kann ich weitere Säfte herstellen. Das wird jetzt eine richtige Produktion an Lecker... Oh Gott. Die letzte Ernte sozusagen. Tja, kein Platz. Das war aber absolut knappes Ding hier. Ja, ich muss prinzipiell da mal Ordnung schaffen oder die Räumlichkeiten erweitern. Für die Räumlichkeiten erweitern habe ich jetzt das Geld ausgegeben. Tja, Pech gehabt. Ich habe noch Traubensaft im Inventar. Yay. Aber ich habe ein paar geile Sachen jetzt. Echt geile Sachen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Fangen wir mit den Hopfen an. Die pflanzen wir dort hinten einfach an. Erstmal gießen. Nein, andere Richtung. Dahin zeigt die Maus. Dahin zeigt die Maus. Genau. Schön auf die Maus gehen. Ich gieße schon mal alles vor. Da kann ich alles pflanzen. Hier der Reihe nach. Die 9er-Sachen kann ich in so schöne abgegrenzte 9er-Felder machen. Wahrscheinlich brauche ich noch einige Felder, weil
So viel wie hier habe ich Rush. Das habe ich, glaube ich, schon gegossen. Ja, das habe ich schon gegossen. Weil, ja, gibt so einiges Neues zu pflanzen. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie zum Pflanzen. Aber das sehe ich erst am Ende. Wobei, zu Beginn des Sommers hatte ich auch viel zum Pflanzen. Moment. Ah, der Baum. Der Baum ist auch interessant. Der Baum kann zum anderen Baum hin, wenn es geht. Ja. Stört mich da tatsächlich nicht. Also die wachsen nicht... Also wenn der auch so klein ist wie der Olivenbaum, dann wächst er nicht so riesig, dass er das verdeckt. Haselnüsse. Hm. Vielleicht kann ich Nutella daraus machen. Eine Haselnusscreme. Oder ein leckeres Haselnusseis. Oh, Haselnusseis. Eine meiner Lieblingseissorten. Hm, ja. Die wächst häufiger. Häufiger kommt hierhin. Bohnen. Bohnen sind auch was Feines. So, was habe ich noch, was häufiger wächst? Weil das ist so, das hier ist so das Feld für häufiger wachsen. Habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt. Hm, oh ja, der Roggen, der ist auch noch wichtig. Mais ist auch wichtig. Linsen. Möhren, Ananas, Brokkoli. Das, nee, hier der. Die Teesorten, genau, die Teesorten sind noch. Ich glaube, das ist auch. Nein, das waren die Himbeeren, oder? Tee können wir auf jeden Fall pflanzen. Gut. Der feine Knoblauch. Ja, da muss ich gießen. Oh, 30 Knoblauch. Das passt dann hier direkt in diese zwei Felder, die schon existieren. Dann ist der Knoblauch schon verbraucht. Und lecker! Knoblauch brauchen wir für einige Gerichte als zusätzliche Beilage. So, ich habe noch andere Sachen. Ich habe Kürbisse. Kürbisse können hier einfach mal mit rein. Dann habe ich... Ich habe hier noch 9 Felder. Ein 9er Feld habe ich noch. Nehmen wir... Die Ananas. Okay. So, hier etwas mehr. Wobei, 30er Feld... Da buddel ich ein eigenes 30er Feld hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, Verbesserung wie ein Harvest Moon, goldene Schaufel und sowas. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn es sowas auch in diesem Spiel gäbe. Also irgendwie Verbesserung des Werkzeugs. Weil, ganz ehrlich... Ja, genau, Kupferschaufel. Es heißt schon so, als würde es... Vielleicht Eisen und Gold ist vielleicht Magie soll ja auch noch inkludiert werden. Also vielleicht gibt es auch dann Gold oder Diamant. Bessere Materialien allgemein. Später im Spiel. So, das wäre das erste 30er Feld. Aber ich habe, glaube ich, noch irgendwas mit 30. Deswegen Mais und... Roggen. Ja, besseres Werkzeug generell oder bessere Steuerung wäre auch nicht schlecht. Das Spiel hat noch einen langen Weg vor sich und so viele Updates gibt es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier dieses Let's Play, also diese zweite, nennen wir es mal Season, überhaupt treiben soll. Wann endet der Content? Also ich gehe mal davon aus, wenigstens ein Jahr machen wir. Den Winter nehmen wir auch mit und auch noch die Tiere und so. Weil die habe ich auch noch nicht gesehen. Die gab es zum letzten Zeitpunkt noch nicht.
Deswegen, da gibt es auf jeden Fall noch Content, der neuartig für mich zumindest ist und hoffentlich auch für euch. Oder auch nicht. Aber ja, mir gehen so manchmal schon die Ideen aus, was ich speziell zeigen könnte oder was ich speziell machen könnte. Wenn ihr da Ideen habt, auf was ich als nächstes mal den Fokus legen kann, oh Gott, es wird schon dunkel, einfach mal Bescheid geben. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Mir Hinweise geben gerne. Und wenn ihr Hinweise habt, ob es hier irgendwie Möglichkeiten gibt, da diese versperrten Passagen, zum Beispiel in den Bergen oder so, dass man da irgendwas machen kann, gerne raus damit, weil ich bin schon ein klein wenig enttäuscht, dass es sehr cool aussieht, dass da ein gefrorener Mensch auf einmal in der Mine drin ist. Wobei, wir haben im Herbst noch nicht hingeschaut, ob vielleicht jetzt sich was verändert hat. Vielleicht hat sich ja direkt nach dem ersten Sommer was verändert. Machen wir ein andermal. Schauen wir mal vorbei. Aber wenn es da irgendwie questtechnisch was gäbe, wie es weitergeht oder was man machen könnte. Außer diese Angelquest zuletzt. Also die Angelquest war ja das einzige Questmäßig, was ich überhaupt hatte. Ja gut, und das Tutorial mit der Katze am Anfang. Aber ansonsten ist es ja eigentlich nichts, sondern einfach bloß Ruf steigern und dadurch neue Sachen bekommen. Es ist kalt drin, das stört aber keinen. 20, oh, so wie im Sommer, interessanterweise. Es ist so kalt, oder so früh, spät, wie auch immer, kalt wie im Sommer. Und bei uns, der Sommer, der will nochmal zurückkommen. 30 Grad, das muss doch nicht sein, so spät im Sommer. Kann's nicht mal aufgeben, einfach mal sagen, gut ist. Boah, so ärgerlich, dass der Weizen nicht kaputt gegangen ist. Richtig, richtig ärgerlich. Einen Tag, der hat nur einen Tag noch gebraucht. So, ich habe immer noch sehr viel. Dann machen wir hier die Erdnüsse. Gut, da habe ich ein Neunerfeld. Neunerfeld kriegen die Linsen. Gut, und ich brauche jetzt noch 27 und 27 sind 54. 54 und 15 sind 69. Uff der Täterei. Da habe ich wirklich ein bisschen übertrieben mit den Einkäufen. Wären 13? Kann man durch 13 teilen? Nein. Kann man durch 3 teilen? Ja. Kann man durch 11 teilen? Nein. Kann man es durch 5 teilen? Nein. Kann man durch 6 teilen? Nein. 8? Nein. Okay. Keine Primzahl auf jeden Fall. So. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Machen wir 12? Das wäre ein gutes Dreierfeld. 12. 12. Ach du Schande. 72 wäre da die richtige Zahl. Das wäre 6. Also müsste ich 6 runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, okay, da brauchen wir schon. Da ist das Gras schon zu nah. Weiche Dämon, weiche! So. Das ist ja pure Mathematik, die man hier treiben muss. Okay. Damit habe ich müsste ich auf jeden Fall mehr als genug haben. Ich habe sogar noch 3 Plätze frei. 6 mal 12 habe ich gerechnet, das wären 72 und ich brauche 69. Da habe ich ein riesiges Mischmaschfeld hier. Und da es immer Dreier-Stacks oder durch 3 teilbar ist, ist es zum Gießen besser. Das waren die ganzen Hintergedanken dabei. Ein Vielfaches von 3 und sowas, das war immer wichtig.
Ja, man muss Mathematikdoktor sein, um hier Agrarbau zu betreiben. Ich glaube, es... Ich weiß nicht, ob es sich so überhaupt lohnt, dieses ganze Bewirtschaften hier, weil die Essensspeisen aus simplen Gemüsen und sowas sind nicht gerade wertvoll. Aber sowas wie Knoblauch zum Beispiel brauche ich halt auch für verschiedenste Gerichte. Kartoffeln werde ich wahrscheinlich für verschiedenste Gerichte brauchen. Oh shit, Zuckerrohr hätte ich machen sollen. Weil Zucker brauche ich auch für verschiedenste Gerichte. So die Zwischenzutaten, die dann für spätere Schandtaten herhalten müssen. Ach du Schande, ich muss mich beeilen, die Zeit rennt. Die Zeit rennt ja absolut. Gut, dass es in dem Spiel keine Energie gibt. Das muss ich zugeben. Es ist zwar eine nette Rollenspielmechanik in solchen Spielen, wenn man Energie hat und sie auch mit der Zeit, mit irgendwelchen Upgrades oder Besonderheiten verbessern kann. Aber es ist durchaus angenehm, wenn man sie nicht braucht. So geht es deutlich schneller, wenn man in so einem Feld steht und alles anklicken kann. Ach, stellt euch vor, ihr steht jetzt in eurem Garten und müsst um 1 Uhr pflügen. Was war Traum? Na gut, von den Temperaturen ist es wirklich ein Traum. Oh, man sieht doch kaum was. Gut, dass die Glühwürmchen so hell sind. Und ich muss ja noch gießen. Das ist ja lächerlich. Was habe ich mir da angetan? Warum gibt es keine Sprinklersysteme in diesem Spiel? Ich glaube, das habe ich auch in den Diskussionen von... Oh ja, ich glaube, das Feld gefällt mir, weil da habe ich einfach nur 2 Gießreihen. Wenn ich bloß wüsste, was an Stangen wächst und was nicht. Wenn man die Zeit hätte, sich Gedanken zu machen, dann wüsste man das vielleicht auch. So, das muss erstmal rein. Zur Not falle ich halt um. Ich habe keine Zeit nachzudenken, wo was ästhetisch zusammenpasst, wo das cool aussehen würde. Deswegen alles rein. Rein! Damit ihr wachset und gedeiht. Ich brauche die Ernte. Hm? Moment. War das nicht 15? Okay, das... Ich dachte, ich habe 15 gelesen. Hm. Und dann halt nicht. 2 Uhr und dann ist Ende im Gelände. Wunderbar, wunderbar. Alles geschafft. Nochmal kurz diese Kontrolle. Ja. Puh, okay. Damit endet der Herbst absolut erfolgreich. Ich habe gnadenlos neu angepflanzt. Der Kalender sagt, ein VIP kommt übermorgen. Und der nächste Trend für diesen Herbst ist Melonensaft. Das habe ich tatsächlich. Ich könnte auf jeden Fall nochmal... Oh ja, ich glaube, ich mache sogar nochmal eine Session extra mit Melonen, um den Melonensaft loszuwerden. Wobei am VIP-Tag. Am VIP-Tag mache ich das. Bereite vielleicht... Ja, ich habe nichts von den gewünschten Speisen. Gar nichts von den gewünschten Speisen. Und die Biere brauche ich auch ewig lang. Zutaten, Kuhmilch. Ich könnte Käseplatten anbieten. Oh ja, Käseplatten. Dann werden wir uns wahrscheinlich am Donnerstag wiedersehen, wenn es das erste Mal Herbstbewirtung gibt. Stellt euch vor, der VIP-Gast ist ein Geburtstag, eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeitsfeier. Das kenne ich tatsächlich aus meiner örtlichen Weinstube. Eigentlich ein etwas höher gelegen, also höherpreisiges Lokal auf dem Lande. Und in der Wahrnehmung ist Laufkundschaft oder so zu normalen Öffnungszeiten weniger das Geschäft, sondern eher Special Events wie Geburtstage, Hochzeiten und sonstiges. Da machen die, glaube ich, am meisten Kohle. Und so stelle ich mir das jetzt auch vor. Das ist der VIP-Gast. Da hat einfach einer Geburtstag. Da feiert jemand seinen 40. Geburtstag zum Beispiel. Oh, der Wein ist auch fertig. Oh, der Wein ist fertig. Und das war roter Fruchtsaft, also nochmal wieder Freisensfrucht. Soft herstellen. Achso, und wieder neuen Wein rein.
kurz mal schauen. Dieser Wein geht für... Oh, der kann auch reifen. Oh, schnell runter. Ich muss ihn noch reifen lassen. Kann der in sowas... Nee, der reift doch nicht an einem Fass. Oh, die sind ja fertig. Doch, der reift in so einem Fass. Oh, sie weint reif. Okay, dann muss ich warten, bis mehr da ist. Also in einem mache ich da jetzt nichts auf. Okay. Viele, viele leckere Neuigkeiten. Der Herbst bringt Neues für die Zukunft. Und die Zukunft werden wir beim nächsten Mal sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.